Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tomb Raider. So, wir gehen jetzt los und werden hier die kleinen Pisser alle ausrotten. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Bin ich nur gefährlich? Ich bin stinkend sauer auf euch. Okay, haben wir alles? Viel mitnehmen hier, wie wir noch können. Alles klar, Leute. Los geht's. Und jetzt wird alles weggemacht, was nun geht. Zentrale, wir sind in Position und haben uns nicht kontaktiert. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Ach, lass. Okay, ganz ruhig, Leute. Ich sehe nichts. Mann! Ich bin dieser fucking Heli, Alter! Kann sie Mann gegen Mann? Bleib mal, du sollst laufen, Baby. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer Sonne. Wir kümmern uns darum. Ja, weiter geht's, Leute. Verdammt! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriffe! Treibt sie raus! Lassen Sie sich raustreiben, wir gehen tauchen. Nee, 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 da bin ich nicht. Alter. Puh, wie machen wir das, Leute? Ich bin gerade etwas überfragt, ganz ruhig bleiben. Abwarten. Durchsuchen zu dir kommen. Los geht's. Ganz ruhig, Lever. Kann man ein bisschen Leben recken, ja? Müssen wir mal ganz ruhig bleiben. Durchsuch das Gebiet. Irgendjemand Sichtkontakt?
Fuck. Hm. Entweder ich gehe wirklich volle Pulle auf Kamikaze und rotze da jetzt richtig einen raus. Oder ich habe keine Ahnung. Ja, werf ruhig eine Granate. Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin gar nicht mehr hier. Ey, die wissen echt, dass ich da war. Das war der letzte von ihnen. Ha. Ich muss zurück zu Jonah. Okay. War aber mega einfach. Nein. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Oh, nee. Leute. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ohne ihn ist doch das Spiel nicht mehr das gleiche. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Hä? Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? All
als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ja, und wehe nicht. Das ist Jonah, Mann. Jungschraff freigeschaltet. Die wenigen benutzten Weg. Naja, könnt ihr ja selbst sehen. Ach, scheiße, nein. Da hinten nimmt man noch ein Lagerfeuer, Leute, bevor wir da jetzt reingehen. Wir haben nämlich wieder ein Waffen-Update. Puh. Wir könnten die AK updaten. Die Sniper ist Busch. Wir updaten die AK, Leute. Und zwar könnten wir Munitionskapazität erhöhen. Schussfrequenz. Bullshit. Rückstoß ist schon übel, aber Munitionskapazität ist wirklich gut, Leute. Ist wirklich gut. Werden wir machen. Munitionskapazität ist immer zum Vorteil, ja. Da können wir richtig schwarze Käse aus dem machen. Dann möchte ich gerne mal gucken, ob wir jetzt denn endlich mal andere Anziehsachen... Wir können uns keine Anziehsachen quaften, Alter. Wir hauen einfach zu viel Materialien durch. Aber ich möchte mal was Neues anziehen. Immer gleich rumlaufen ist doch langweilig. Ja, du, zieh noch weniger an, Mäuschen. Ja? Kann man sehen, wie das eigentlich aussieht? Naja, okay. Ich glaube, wir lassen das an. Okay, Leute. Wollen wir mal da unten reingehen. Ich habe gar keinen... Wir müssten jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin... Upsa. Hier noch die ganzen Höhlen machen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich will das jetzt weitermachen. Mich reizt das jetzt gerade mega. Weiter. Durch die Unsterblichen. Wie soll ich das machen? Ja. Naja, das wissen wir, aber ich möchte erst runter. Da sind Münzen. Ja, was ich sehe, nehme ich natürlich mit. Geht das? Nein, das geht nicht. Okay. Ja, wir wissen das mit denen. Da alle ranschießen. Ey, mein Bogen. Könnte funktionieren, oder? Oh, viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Oh,
Pilze. Warum gleich zwei? Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Das gesehen? Stopp. Da kann man hoch. Das funktioniert nicht. Okay. Weiter geht's. Jetzt haben wir ein Lagerfeuer hier. Ich glaube, da wird's losgehen. Puh, okay, nochmal ins Lagerfeuer setzen, ob du was erzählst. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Kitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Ja, was ich hart finde, dass ihr Vater wirklich gestorben ist durch eine Sache, die angeblich ja nicht herrschte, aber wo Trinity wusste, dass es die gibt. Dass die angebliche Frau von ihm, in dem Sinne seine Schwester ist, sie leidet aber an Krebs. Also alles total verwirrend. Er ist jetzt Jacob... Heißt das so? Weil er ist ja jetzt, ist auch unsterblich in dem Sinne. Die Unsterblichkeit ist aber unten und sie verursacht aber nichts Gutes. Also eigentlich ist sie böse, weil, ja, man sieht es ja an den Unsterblichen, die dadurch entstanden sind. Ich bin ziemlich gespannt, wie es morgen weitergeht, Leute. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben. Support ist kein Mord. Bis morgen. Tschüss.